und des Heiligen Geistes. Amen. Litanei zur Schmerzensmutter. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel. Erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Bitte für uns. Erbarme dich unser. Erbarme Gott, Heiliger uns. Geist. Erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich unser. Heilige Maria, ohne Makel der Erbsünde empfangen. Bitte für uns. Heilige Gottes Gebärerin. Bitte für uns. Mutter Christi. Bitte für uns. Mutter unseres gekreuzigten Erlösers. Bitte für uns. O schmerzhafte Mutter. Bitte für uns. O tränenreiche Mutter. Bitte für uns. O betrübte Mutter. Bitte für uns. O verlassene Mutter. Bitte für uns. O trostlose Mutter. Bitte für uns. Vom Schwert durchbohrte Mutter. Bitte für uns. Du Königin der Märtyrer. Bitte für uns. Du Mutter der Bedrängten. Bitte für uns. Du Trösterin der Betrübten. Bitte für uns. Du Helferin der Notleidenden. Bitte für uns. Du Schutz der Verlassenen. Bitte für uns. Du Stütze der Witwen und Waisen. Bitte für uns. Du Hoffnung der Bekümmerten. Bitte für uns. Du Stärke der Kleinmütigen. Bitte für uns. Du Zuflucht der Sünder. Bitte für uns. Du Heil der Kranken. Bitte für uns. Du Hoffnung der Sterbenden. Bitte für uns. Du Mutter der Barmherzigkeit. Bitte für uns. Durch deine Armut im Stalle zu Bethlehem. Bitte für uns. Durch deinen Schmerz bei der Weissagung Simeons. Bitte für uns. Durch deine traurige Flucht nach Ägypten. Bitte für uns. Durch dein angstvolles Suchen nach dem verlorenen Kinde. Bitte für uns. Durch deine Betrübnis bei der Verfolgung deines göttlichen Sohnes. Bitte für uns. Durch deine Angst und Not über Jesu Gefangennahme. Bitte für uns. Durch deinen Schmerz über Judas Verrat und Petri Verleugnung. Bitte für uns. Durch die schmerzliche Begegnung mit deinem Sohne auf dem blutigen Kreuzwege. Bitte für uns. Durch die Marter deines Herzens bei Jesu Kreuzigung. Bitte für uns. Durch deinen Todesschmerz bei Jesu Sterben. Bitte für uns. Durch das Schwert des Schmerzes, das deine Seele durchdrang, als das Herz Jesu durchbohrt wurde. Bitte für uns. Durch deine Klage um den heiligen Leichnam in deinem Schoße. Bitte für uns. Durch deine Trauer am Grabe. Bitte für uns. Durch deine trostlose Verlassenheit nach dem Begräbnisse. Bitte für uns. Durch die Tränen, die du um deinen geliebten Sohn vergossen hast. Bitte für uns. Durch die wunderbare Ergebung, mit der du all deinen Weg getragen hast. Bitte für uns. O Königin des Friedens. In all unseren Trübsalen. Bitte für uns. In all unseren Trübsalen. Bitte für uns. In Krankheit und Schmerz. Bitte für uns. In Kummer und Bedrängnis. Bitte für uns. In Elend und Verlassenheit. Bitte für uns. In Ängsten und Gefahren. Bitte für uns.
In allen Versuchungen. Bitte für uns. In der Stunde des Todes. Bitte für uns. Im letzten Gericht. Bitte für uns. O Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. O Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. O Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Erbarme dich unser, o Herr. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Rosenkranz zur Schmerzensmutter. Mutter von den sieben Schmerzen aller Menschen, schmerzerfüllte himmlische Mutter. Der himmlische Vater erwies seine Liebe dadurch, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns zum Opfer hingab. Auch für dich war Jesus dein Alles. Dennoch hast auch du Jesus für uns hingeopfert, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Wache über uns, Jungfrau Mutter. Wache über all deine betenden Kinder. Hilf uns, dass unsere Seelen, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erlöst und von deinen Tränen benetzt wurden, sich ganz Gott zuwenden und sich in deinen Dienst stellen wollen. Amen. Ehren wir die Schmerzen der Mutter Gottes. Und beten wir den Herrn an, der für uns gelitten hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit Schmerzen im Tempel vor Simeon aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit Schmerzen im Tempel vor Simeon aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit Schmerzen im Tempel vor Simeon aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit Schmerzen im Tempel vor Simeon aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit Schmerzen im Tempel vor Simeon aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit Schmerzen im Tempel vor Simeon aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit Schmerzen im Tempel vor Simeon aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schmerzhafte Mutter, lobe und verherrliche deinem göttlichen Sohn im allerheiligsten Altarsakrament. O Gott, wir rufen zu dir im Namen Jesu, durch dein kostbares Blut, durch dein heiligstes Herz, durch das unbefleckte Herz Mariens, dass du dich unser erbarmest. Ganz wunderbar kannst du uns helfen, heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, auf der Flucht nach Ägypten mit Schmerzen getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, auf der Flucht nach Ägypten mit Schmerzen getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, auf der Flucht nach Ägypten mit Schmerzen getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, auf der Flucht nach Ägypten mit Schmerzen getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, auf der Flucht nach Ägypten mit Schmerzen getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, auf der Flucht nach Ägypten mit Schmerzen getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, auf der Flucht nach Ägypten mit Schmerzen getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schmerzhafte Mutter, lobe und verherrliche deinen göttlichen Sohn. Im allerheiligsten Altarsakrament. O Gott, wir rufen zu dir. Im Namen Jesu, durch dein kostbares Blut, durch dein heiligstes Herz, durch das unbefleckte Herz Mariens, dass du dich unser erbarmest. Ganz wunderbar kannst du uns helfen, heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, verloren und mit Schmerzen gesucht hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, verloren und mit Schmerzen gesucht hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, verloren und mit Schmerzen gesucht hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, verloren und mit Schmerzen gesucht hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, verloren und mit Schmerzen gesucht hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit
mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, verloren und mit Schmerzen gesucht hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, verloren und mit Schmerzen gesucht hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schmerzhafte Mutter, lobe und verherrliche deinen göttlichen Sohn im allerheiligsten Altarsakrament. O Gott, wir rufen zu dir im Namen Jesu, durch dein kostbares Blut, durch dein heiligstes Herz, durch das unbefleckte Herz Mariens, dass du dich unser erbarmest. Ganz wunderbar kannst du uns helfen, heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dir, o Mutter, mit dem schweren Kreuze beladen, begegnet ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dir, o Mutter, mit dem schweren Kreuze beladen, begegnet ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dir, o Mutter, mit dem schweren Kreuze beladen, begegnet ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dir, o Mutter, mit dem schweren Kreuze beladen begegnet ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dir, o Mutter, mit dem schweren Kreuze beladen, begegnet ist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dir, o Mutter, mit dem schweren Kreuze beladen begegnet ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dir, o Mutter, mit dem schweren Kreuze beladen begegnet ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schmerzhafte Mutter, lobe und preise Jesus im allerheiligsten Altarsakrament. O Gott, wir rufen zu dir im Namen Jesu, durch dein kostbares Blut, durch dein heiligstes Herz, durch das unbefleckte Herz Mariens, dass du dich unser erbarmest. Ganz wunderbar kannst du uns helfen, heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, am schmählichen Kreuze sterben gesehen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, am schmählichen Kreuze sterben gesehen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, am schmählichen Kreuze sterben gesehen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, am schmählichen Kreuze sterben gesehen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter,
am schmählichen Kreuze sterben gesehen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, am schmählichen Kreuze sterben gesehen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze, am schmählichen Kreuze sterben gesehen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. O schmerzhafte Mutter, lobe und verherrliche deinem göttlichen Sohn im allerheiligsten Altarsakrament. O Gott, wir rufen zu dir, im Namen Jesu, durch dein kostbares Blut, durch dein heiligstes Herz, durch das unbefleckte Herz Mariens, dass du dich unser erbarmest. Ganz wunderbar kannst du uns helfen, heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder,
Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schmerzhafte Mutter, lobe und verherrliche deinen göttlichen Sohn im allerheiligsten Altarsakrament. O Gott, wir rufen zu dir im Namen Jesu, durch dein kostbares Blut, durch dein heiligstes Herz, durch das unbefleckte Herz Mariens, dass du dich unser erbarmest. Ganz wunderbar kannst du uns helfen, heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit größtem Herzeleid zu Grabe begleitet hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit größtem Herzeleid zu Grabe begleitet hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit größtem Herzeleide zu Grabe begleitet hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit größtem Herzeleid zu Grabe begleitet hast. Heilige Maria, Mutter Gottes,
Bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit größtem Herzeleide zu Grabe begleitet hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit größtem Herzeleid zu Grabe begleitet hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, mit größtem Herzeleid zu Grabe begleitet hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schmerzhafte Mutter, lobe und verherrliche deinen göttlichen Sohn im allerheiligsten Altarsakrament. O Gott, wir rufen zu dir im Namen Jesu, durch dein kostbares Blut, durch dein heiligstes Herz, durch das unbefleckte Herz Mariens, dass du dich unser erbarmest. Ganz wunderbar kannst du uns helfen, heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Maria, ohne Sünde empfangen, du selige Hoffnung und Mutter der schönen Liebe. Bitte für uns, dass wir, gereinigt im Erlöserblut deines göttlichen Sohnes, alle Sünden meiden. Und durch seinen Tod, wie auch durch deine Leiden, vom ewigen Tod gerettet werden. Bitte für uns, o schmerzhafte Mutter, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, die geheiligste Seele der seligsten Jungfrau Maria, Mutter Gottes, deiner geliebten Mutter, wurde in der Stunde deines Leidens vom Schwert des Schmerzes durchbohrt. Wir bitten dich, o Mutter, lass sie jetzt und in der Stunde unseres Todes Fürsprecherin sein. Da du lebst und herrschst, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Mutter Gottes, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jesus Christus, siegreicher König der Welt, zu uns komme dein Reich. Heiliger Josef, bitte für uns. Hilf Maria, es ist Zeit. O Mutter der Barmherzigkeit, du bist mächtig, uns aus Nöten und Gefahren zu retten, zu erretten. Denn wo Menschenhilf gebricht, mangelt doch die deine nicht. Hilf Maria, es ist Zeit. O Mutter der Barmherzigkeit, unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern bewahre uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Mutter, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfehle uns deinem Sohne,
stelle uns deinem Sohne vor. Amen. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns. Wir wollen gemeinsam die Gnaden der geistigen Kommunion empfangen. Ich bereue meine Sünden. Herr, komme in mein Herz. Stille für 1 bis 2 Minuten. Seele Christi, heilige uns. Leib Christi, rette uns. Blut Christi, tränke uns. Wasser der Seite Christi, wasche uns. Leiten Christi, stärke uns. O gütiger Jesus, erhöre uns. Verbürg in deine Wunden uns. Von dir lass nimmer scheiden uns. Vor dem bösen Feinde beschütze uns. In unserer Todesstunde rufe uns. Und heiße zu dir kommen uns. Damit wir mögen loben dich mit deinen heiligen Engeln ewiglich. Blut Jesu, belebe uns. Blut Jesu, reinige uns. Blut Jesu, heilige uns. Blut Jesu, berausche uns. Blut Jesu, entzünde uns. Blut Jesu, verwandle uns. Blut Jesu, erlöse die Seelen aus dem Fegefeuer. Blut Jesu, einige die Welt. Blut Jesu, heilige die Welt. Blut Jesu, gib Frieden der Welt. Amen. Amen. Siegreiche Königin, himmlische Frau, milde Fürsprecherin, reinste Jungfrau, wende, o heilige Mittlerin du, deine barmherzigen Augen uns zu. Siegreiche Königin, Mutter des Herrn, Sühne und Buße, dir bringen wir gern. Schau nicht, dass Sünden mir dein heiligstes Herz. Halte die strafende Hand von uns fern. Wir wollen Sühne leisten für die Sünden des Fluchens und der Gotteslästerung. Gott sei gepriesen. Gepriesen sei sein heiliger Name. Gepriesen sei Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch.
Gepriesen sei der Name Jesu. Gepriesen sei sein heiligstes Herz. Gepriesen sei sein kostbares Blut. Gepriesen sei Jesus im allerheiligsten Altarsakrament. Gepriesen sei der Heilige Geist, unser Tröster. Gepriesen sei die Heere Mutter Gottes, die Jungfrau Maria. Gepriesen sei ihre heilige, unbefleckte Empfängnis. Gepriesen sei ihre glorreiche Aufnahme in den Himmel. Gepriesen sei der heilige Name Mariens. Gepriesen sei der heilige Josef, ihr keuschester Bräutigam. Gepriesen sei Gott in seinen Engeln und Heiligen. Gepriesen sei der dreifaltige Gott von seiner ganzen Schöpfung, jetzt und alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahing. Durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Welch ein Schmerz der Auserkornen, da sie sah den Eingeborenen, wie er mit dem Tode rang. Angst und Jammer, Qual und Bangen, alles Leid hielt sie umfangen, das nur je ein Herz durchdrang. Ist ein Mensch auf aller Erden, der nicht muss erweichet werden, wenn er Christi Mutter denkt? Wie sie ganz von Weh zerschlagen, bleich da steht ohn alles Klagen, nur ins Leid des Sohns versenkt. Ach, für seiner Brüder Schulden sah sie ihn die Marter dulden, sah Geißeln, Dornen, Spott und Hohn, sah ihn trostlos und verlassen, an dem blut'gen Kreuz erblassen, ihren lieben einz'gen Sohn. O du Mutter, Brunn der Liebe, mich erfüll mit gleichem Triebe, dass ich fühl die Schmerzen dein, dass mein Herz im Leid entzündet, sich mit deiner Lieb verbindet, um zu lieben Gott allein. Drücke deines Sohnes Wunden, so wie du sie selbst empfunden, heilige Mutter in mein Herz. Dass ich weiß, was ich verschuldet, was dein Sohn für mich erduldet, gib mir teil an seinem Schmerz. Lass mich wahrhaft mit dir weinen, mich mit Christi Leid vereinen, solang mir das Leben währt, an dem Kreuz mit dir zu stehen, unverwandt hinaufzusehen, ist's, wonach mein Herz begehrt. O du Jungfrau der Jungfrauen, woll auf mich in Liebe schauen, dass ich teile deinen Schmerz, dass ich Christi Tod und Leiden, Martha Angst und bitteres Scheiden, fühle wie dein Mutterherz. Alle Wunden ihm geschlagen, Schmach und Kreuz mit ihm zu tragen, das sei fortan mein Gewinn, dass mein Herz von Lieb entzündet, Gnade im Gerichte findet, sei du meine Schützerin. Mach, dass mich sein Kreuz bewache, dass sein Tod mich selig mache,
mich erwärmt sein Gnadenlicht, dass die Seele sich mög erheben, frei zu Gott im ew'gen Leben, wann mein sterbend Auge bricht. Das zweite Denkmal, der kostbare Sieg bei Lepanto. Das zweite Denkmal, dem die Feier des Rosenkranzfestes gilt, ist der ebenso außerordentliche, kostbare Sieg, den Maria den Katholiken am 7. Oktober 1571 bei Lepanto über die Türken verliehen hat. Es ist eine schmerzliche Tatsache, dass damals die getauften Feinde der katholischen Kirche vor dem schlechtesten Mittel nicht mehr zurückschreckten, um das Papsttum von der Erde zu vertilgen, dass sie sogar die barbarischen Türken, diese Todfeinde des christlichen Namens, zu Hilfe riefen, um ihr Werk sicher vollführen zu können. Der Sultan Selim II. War gerne bereit, dieser erwünschten Einladung zu folgen. Er rüstete eine ungeheure Kriegsflotte aus, um geradewegs nach Italien zu segeln und den Papst in Rom selbst zu vernichten. Allein der damalige Papst Pius V., siehe 5. Mai, ein kindlicher Verehrer der Königin des Heiligen Rosenkranzes, zitterte nicht vor dieser drohenden Gefahr. Zwar konnte er nur eine sehr geringe Macht, welche Italien und Spanien ihm zuführten, dem weit überlegenen Feinde entgegenstellen, aber er hatte ein sehr großes Vertrauen auf die Macht und Güte der Gottesmutter Maria. Durch Hürdenschreiben ermahnte und ermunterte er die Gläubigen zum Gebet, zu Bittprozessionen und vorzüglich zur Anrufung der Helferin der Christen. Die Überlieferung meldet, dass sich ganz vorzüglich die Mitglieder der Rosenkranzbruderschaft durch den Eifer und die Glut ihrer Andacht ausgezeichnet und mit Tränen der Inbrunst ihrer heiligsten Königin, der Gottesmutter Maria, die Gefahr der Christenheit und die Not des Heiligen Vaters geklagt haben. Die Angst vor den Türken war eine nur zu begründete. Denn in den östlichen Ländern bis gegen Wien herauf hausten sie schrecklich. Soldaten und Männer, die ihr Schwert verschonte, Frauen und Kinder, deren sie habhaft wurden, schleppten sie heim, spannten sie statt der Zugtiere an Flüge und Wagen, peitschten sie mit erbarmungslosen Schlägen zu den schwersten Arbeiten und marterten die Abgematteten mit grausamsten Peinen. Um sie zur Verleugnung Christi zu zwingen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.